So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Dungeons & Dragons and Forgotten Realms Promopack. Genau, ich habe ja schon angekündigt, wir machen noch ein Promopack auf, um zu gucken, ob wir bei dem anderen Promopack irgendwie nur eine strange Charge hatten oder sonst was. Eins habe ich noch, gucken wir uns das auch mal an. Das ist der Arena-Code. Und wir haben eine Drachenschildkröte. Drache-Schildkröte. Drama 3-5 mit Flash. Wenn sie ins Spielfeld kommt, wird sie getappt. Und eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, wird enttappt nicht während des nächsten Enttapp-Segments. Okay, also weder die Karte noch die Kreatur. Okay, krass. Also wenn wir das im Gegnerzug machen, unsere enttappt nicht, seine enttappt nicht, unsere enttappt, seine enttappt. Okay, ja, habe ich verstanden. Ich mag das Artwork, ich mag die Karten von Forgotten Realms ja nicht, aber ja, in die Tiefe zerren, sagt ihr halt. Und wir haben hier auch nicht Murder's Rider. Ich freue mich gerade über Murder's Rider, aber hier war auch keine Promokarte. Sind die vielleicht nur in den Premium-Karten drin? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ihr werdet das bestimmt schon getan haben und ich werde es aber nicht wissen, weil ich hier minimal im Voraus aufnehme, ausnahmsweise mal. Und ja, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Dramana 2-3 aus Throne of Eldraine. Ein ganz kleines Set, unbedeutend, hat Standard überhaupt nicht dominiert. Dramana 2-3 Lifelink, Lebensverknüpfung. Und wenn der stirbt, legen wir ihn unters Deck. Und für 3 Mana können wir den auf Abenteuer schicken, Spontanzauber, und können eine Kreatur oder Planeswalker zerstören, verlieren 2 Lebenspunkte. Sehr, sehr starke Karte. Sehr, sehr starke Karte. Und wir haben einen Westtor-Regent. Okay, dieses Mal haben wir 2 Adventure of the Forgotten Realms Karten. Das letzte Mal hatten wir, ich glaube, nur eine und dafür 2 aus anderen Sets. Egal, krass. Ja, Westtor-Regent, 5 Mana, 4-4 fliegend mit Abwehr. Eine Karte abwerfen. Und Abwehr ist in diesem Fall tatsächlich nicht eine Sache wie in die Tiefe zerren, sondern Abwehr ist tatsächlich eine richtige Fähigkeit, nämlich Ward. Und wenn man der Gegner den als Ziel von der Zauberkarte wählt oder eine Fähigkeit wählt, muss der eine Handkarte abwerfen, sonst wird die neutralisiert. Und immer wenn der Schadenspunkt am Spieler zufügt, wow, dann lege so viele plus 1, 1 Mann auf den. Krass. Der wird schnell groß. Ja, soviel dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blackset. Ciao, ciao.